Hallo YouTube, ich bin Scourge und ich mag Transformers. Und in meinem letzten Video habe ich euch ja das Starterdeck zur zweiten Edition vom Transformers Trading Card Game vorgestellt. Wer sich vielleicht erinnert, der weiß, es gab in der ersten Edition ein Themendeck, nämlich das gute Metroplex Deck. In der zweiten Welle vom Transformers Trading Card Game ist das nicht anders. Hier gibt es nämlich auch ein Themendeck. Und natürlich hat das, wie der Name der Edition schon sagt, ein Combiner zur als Hauptthema und ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe hier nämlich einmal das gute Constructicon-Team für euch, besser bekannt auch als das Devastator-Deck. Und ja, wenn ihr daran interessiert seid, Combiner zu spielen, dann würde ich definitiv sagen, kauft euch dieses Deck. Ist eine ganz klare Kaufempfehlung von mir, bevor wir uns überhaupt die Karten hier schon angeguckt haben. Das ist ein sehr interessantes Deck. Das ist definitiv eher was für, ich will jetzt nicht sagen für Profis, aber schon eher für fortgeschrittene Spieler. Das Metroplex-Deck ist ein bisschen einsteigerfreundlicher, aber das hier macht definitiv auch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Lange Rede, kurzer Sinn. Gucken wir uns mal an, was hier drin ist. Vielleicht ein kurzer Blick auf die Rückseite. Da seht ihr mal, wie das mit den Combiner-Cards nochmal funktioniert. Das zeige ich euch natürlich jetzt einmal im Detail. Hier wieder alles schön im Blister. Ausgezeichnet. Ich hoffe, dass Wizards dieses Format für zukünftige Produkte beibehält. Mal die Seite damit. So. Hier haben wir einmal die Battle Cards. Aber die gucken wir uns bekanntermaßen immer zum Schluss an. Nehmen wir den Rest mal hier raus. So, und legen das Ganze erst einmal hier auf Seite. Weg damit. So. Diesmal möchte ich das nämlich definitiv ein bisschen anders machen. Gehen wir schon mal wieder hier ein bisschen runter. So, und zwar haben wir hier natürlich einmal die Constructicons, den guten Scavenger, den guten Scrapper, dann haben wir hier einmal den guten Longhole, den guten Mixmaster, den guten Bone Crusher und da bleibt natürlich noch der letzte im Bunde, der gute Hook. Ich zeige euch die natürlich jetzt auch einmal noch hier im Detail. Scavenger, Scrapper, Mixmaster. Longhole, Hook, Bone Crusher. Ist auf jeden Fall sehr schön, dass man hier alle Constructicons in einem Setup, in einem Produkt besser gesagt. Natürlich macht es natürlich Spaß, sich so ein Booster-Display zu holen, wie ich das im vor zwei Videos schon gemacht habe und dann quasi die Combiner nach und nach zu vervollständigen. Aber es ist nochmal, finde ich, ein besonderes Highlight und an der Stelle einfach auch nochmal etwas, was definitiv für dieses Deck spricht. Ihr habt hier quasi einmal das ganze Team zusammen. Und wie funktioniert das jetzt mit den Combinern? Das funktioniert so.
Ihr legt hier quasi einfach mal ganz schön die Artworks zusammen. Und dann habt ihr jetzt quasi hier einmal schön Devastator. Und ich finde, dieses Bild spricht hier eigentlich für sich. Das ist definitiv eine coole Technik, wie Wizards die Combiner umgesetzt hat. Nicht nur, wie man sie halt spielt, sondern einfach auch, ja, ihr bringt die Karten zusammen. Wie wenn ihr jetzt, sagen wir mal, euch eine Combiner Wars Figur oder eine Third Party Figur oder wie auch immer halt einen Combiner halt kauft und nach zusammensetzt, so macht ihr das hier mit den Karten auch. Coole Sache. Bleibt definitiv dem Grundgedanken bei so einem Transformer treu. Ja, jetzt haben wir hier noch einmal die Battle Cards. Und da hätten wir natürlich einmal, ganz prominent, ist ja direkt vorne zu sehen, das Constructicon Enigma. Auch die Constructicons benötigen eine dieser Enigma-Karten zum Kombinieren. Builders Tools ist dreimal da drin. Heavy Landing, auch eine Devastator-Karte. Reclaim, Work Overtime und dann noch zweimal zwei weitere Exemplare von Constructicon Enigma. Und der Rest hätten wir mal Blast Shield, Force Field, Grenade Launcher, Ramming Speed, Scrapper Gauntlets, Improvised Shield, Pep Talk, Primary Laser, Rapid Conversion und eine Turmkarte. Da kommen wir gleich noch zu. Also das hier sind quasi nochmal ein kleiner Mix aus Welle 1 und 2. Ein bisschen wieder hoch hier. Die hier sind halt natürlich alle auf die Constructicons so ein bisschen abgestimmt. Und die gibt es natürlich soweit auch nur hier in diesem Deck. Hurra! Davon haben wir wieder welche. Weg damit, braucht kein Mensch. Regelheft. Klar, natürlich einmal die Standardregeln soweit drin. Plus einmal die Zusatzregeln, wie ihr halt mit so einem Combiner spielt. Und die letzte Karte ist einmal diese Hilfskarte hier, so nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist die Tower-Karte. Die dient euch quasi als so eine Art, ja, kann man sagen, Token oder wie halt gesagt halt Hilfskarte auf dem Spielfeld. Und da könnt ihr quasi Zähler drauf sammeln. Und das läuft jetzt so, dass je höher euer Turm ist, einige Karten verstärkt werden. Zum Beispiel hier einmal das Heavy Landing. Die fügt normalerweise halt einem Feind einen Schaden zu. Wenn ihr aber bereits 6 Zähler hier drauf habt, auf diesem Turm, werden aus einem Schaden mal eben 3. Oder der gute Devastator selbst. Ich zeige euch jetzt hier nochmal die Effekte. Ihr seht, je höher euer Turm ist, desto mehr Sondereffekte erhält er. Dementsprechend sind auch die ganzen Constructicons darauf ausgelegt, dass ihr euren Turm erhöht. Aber wie gesagt, auf die einzelnen Karten gehen wir später nochmal drauf ein. Ich wollte euch einfach nur mal kurz zeigen, was hier alles so in dem Deck drin ist. Noch mal hier schön zurecht. Auch noch ein bisschen runter hier. Ja, und ihr hört schon an meiner Stimme, ich bin von diesem Produkt wirklich mehr als begeistert. Wie gesagt, es ist anspruchsvoller zu spielen als das Metroplex-Deck. Das ist definitiv ein bisschen einsteigerfreundlicher. Wenn ihr aber, ich sag mal, spielerisch nur so eine kleine Herausforderung sorgt oder euch ein schönes taktisches Deck suchen wollt, dann ist das Devastator-Deck hier definitiv
tolle Alternative für euch, wenn ihr Fan der Combiner Wars Figur seid oder generell von dieser Combiner-Idee und den Combiner-Cards begeistert seid, kann ich euch nur empfehlen, kauft euch das Deck. Ist definitiv eine coole Sache und macht einfach Spaß zu spielen. Preislich liegt das in etwa so wie das Metroplex-Deck, auch so zwischen 15 und 20 Euro. Vielleicht hier und da auch mal ein bisschen günstiger. Macht euch einfach mal schlau, wo ihr das am besten herbekommt. Ich selbst habe schon die ein oder andere Variante von den Constructicons gebaut und auch gespielt. Der gute Starscream und ich haben das schon mal einen Nachmittag getestet, das Deck, und es macht definitiv Spaß, damit zu spielen. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch dieses kleine Unboxing wie immer gefallen hat. Ich bin Scourge, ich mag Transformers, ich mag das Transformers-Sammelkartenspiel und ich mag auch das Devastator-Deck. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis denn!